Vorsicht. So. Da haben wir den Patienten wieder. Keine Angst, der ist nicht kaputt. Der trugt wirklich gut mittlerweile wieder. Ich möchte euch einfach mal meine Langzeit-Review sozusagen bieten, was denn mit in der Zeit jetzt seit September letzten Jahres, seit ich das ursprüngliche Video mal veröffentlicht habe, sich denn alles gut und schlecht entwickelt hat, was für Vor- und Nachteile der Drucker hat. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Mekorama.de. Gleich vorweg, den Drucker habe ich damals von meinem privaten Geld gekauft. Das heißt also Spekulationen darüber, ob denn Prusa mich gepimpt hat oder nicht. Nein, gibt es nicht. Ja? Ich habe das Ding bezahlt, ich habe sogar eine offizielle Rechnung. Es ist komplett privat finanziert. Das heißt also, da ist kein Geld geflossen. Und um nochmal auf den Newsletter von Prusa zurückzukommen. Ja, Prusa hat mich in den Newsletter reingepackt. Genauer gesagt, mein Review darüber, damals im September. Ich habe davon selbst nichts gewusst, denn ich habe den englischen Newsletter abonniert und ich bin von Zuschauern darauf aufmerksam gemacht worden. Ey Maggie, pass mal auf, du bist da am Prusa Newsletter. Magst du denn dazu nicht mal irgendwas sagen? Und ich habe erstmal gar nicht gerafft, was war, weil ich halt, wie gesagt, den englischen Newsletter abonniert habe, weil mein Browser, mein Betriebssystem, mein Handy und alles drum und dran auf Englisch eingestellt ist. Deswegen habe ich damals, als ich den Newsletter bei Prusa abonniert habe, automatisch den englischen bekommen. Und ich musste erstmal mein System auf Deutsch umstellen, um dann den deutschen Newsletter zu abonnieren. Und da erst habe ich gesehen, was denn überhaupt Sache war. Ich wusste von gar nichts. Und später kam dann der Markenbotschafter von Prusa auf mich zu und meinte so, na, hat's dir gefallen? Ich so, ey, ich wusste gar nicht, dass ich da überhaupt drin war. Aber ja, gut, okay, cool, danke. Ja, also es ist nicht abgesprochen gewesen. Ich habe kein Geld bekommen oder sonst irgendwas in Richtung. Ich bittel und bettel sogar die ganze Zeit, dass ich die MMU 3 vielleicht ein paar Tage früher bekomme, um schon mal ein Review drüber zu drehen, damit ihr schon mal ein Video habt, wenn das Ding ausgeliefert wird. Aber Pustekuchen, Brewster bevorzugt mich da nicht, genau wie keinen anderen Creator, soweit ich das weiß. Und von daher, das ist auch natürlich auch richtig. Ja, das muss so einfach sein, denke ich mal. Also man darf jetzt nicht den Creator anders behandeln als einen ganz normalen Kunden. Das wäre meiner Meinung nach falsch. Aber den Drucker hier habe ich komplett, genau wie die MMU 3, das Upgrade, habe ich auch komplett selbst bezahlt. Ist also kein Geld geflossen. Ja, bin nicht bevorzugt worden oder sonst was in Richtung. Deswegen spart euch die Diskussion in den Kommentaren. Das sind einfach nur Lügen und Gerüchte. Die werden direkt gelöscht. Das muss nicht sein. So, gut, kommen wir mal zum Punkt. Letztens habe ich entsprechend im Livestream mit euch den Eitler ausgetauscht, hier vom Nextruder hier oben, ja, dieses Teil hier oben. Und es gab schon den einen oder anderen, der gefragt hat, und wie funktioniert das jetzt? Läuft es jetzt? Auch der Markenbotschafter von Prusa wollte das wissen, weil er das, ja, ich sag mal so, dass man entsprechend vielleicht mit dem Team, mit dem Entwicklerteam Rücksprache halten wollte, um zu gucken, was man da langfristig machen kann, damit das Produkt langfristig noch besser wird. Finde ich erstmal super, dass man da so engagiert ist. Und ich muss sagen, ja, es funktioniert. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erst einmal, ich habe Material durchgepumpt ohne Ende. Ich habe hier natürlich, ja, zusätzlich zu den Drucken, die ich damals schon gemacht habe. Ich habe es geguckt, seit wir den Drucker repariert haben, habe ich jetzt, glaube ich, 6 Tage oder 7 Tage durchgehend, 24/7 gedruckt. Das hat der auch jetzt über Octoprint getrackt, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und ich habe natürlich jede Menge, das sind noch nicht alle, aber jede Menge von diesen Multiboard-Platten ausgedruckt, damit ich im neuen Studio dann an die Rückwand entsprechend das Ganze packen kann. Das Ganze im Prusament Galaxy Black und da habe ich mir damals zwei Kilo-Spulen bestellt. Die eine ist schon komplett leer, die andere ist angebrochen und ich muss ganz ehrlich sagen, das druckt sich erstens richtig gut, weil es halt ein richtig gutes Material ist, ja. Und auf dem MK4 druckt es sich auch ganz gut. Hier vorne muss ich mal gerade hier, ne, die Perchline, die muss mal weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich das Upgrade eingebaut habe, diesen Mod, den verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, hat er komplett durchgedruckt und es gab gar keine Probleme. Ja? Davor hatte ich auch mal so ein Problem gehabt, wie es funktioniert mal und es funktioniert mal nicht beim Drucken ab einer gewissen Zeit. Ich habe erst einmal natürlich die Sachen fürs Video gedruckt, habe dann danach nochmal Sachen für den Voron Zero gedruckt, damit wir den fertig bauen können. Habe angefangen, die Sachen für den nächsten Voron Zero zu drucken und da fingen dann langsam aber sicher nach ein paar Monaten die Probleme an, weil ich dann, versus immer gewechselt bin, zwischen ABS und PLA, wo ich gedacht habe, ah, das ist es. Die Düse ist verstopft, weil halt noch irgendwie, keine Ahnung, ABS drin ist und nicht gerade PLA druck. Aber dem war nicht so, denn das Ganze, egal wie sehr ich die Düse sauber gemacht habe, ich habe mir sogar neue gekauft, ja, hier.
Und egal, was ich da gemacht habe, es ist und ist nicht besser geworden. Und ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, auch mit dem Support durchgesprochen. Und da muss ich erstmal sagen, danke. Denn der Support, gerade Sebastian, war da wirklich sehr hilfsbereit. Die hat wirklich teilweise sogar am Wochenende mir nochmal E-Mails geschrieben, wo ich gedacht habe, ey, du hast eigentlich Feierabend. Wo ich aber nochmal am Wochenende E-Mails bekommen habe und wo er gemeint hat, ey, probier nochmal das und das aus und lese mir mal bitte die Werte von den Sensoren aus. Denn wir sind erstmal davon ausgegangen, dass es hier vorne der Lüfter ist. Ja, der hat nämlich dann wollen wissen, okay, ist es vielleicht hier die Lüftergeschwindigkeit, vielleicht wird der nicht richtig angesteuert, vielleicht wird auch hier der falsche Wert angezeigt und. Und als wir die ganzen Sachen geprüft haben, hat es gehießen, ja komm, ich schicke dir jetzt einfach mal einen Lüfter. Die Werte zeigen zwar nicht darauf hin, dass es eventuell da ein Heat Creep sein könnte, also dass die Hitze hier vorne vom Hot End quasi nach oben sich verteilt, weil hier die Kühlung entsprechend nicht stark genug ist. Er hat gemeint, ist aber egal, ich schicke dir jetzt einfach mal einen Lüfter, wenn das Problem damit behoben ist, ist er erstmal gut. Und es hat auch danach erstmal funktioniert. Er hat danach erstmal gedruckt. Wo wir aber später dann mitbekommen haben, es hat erstmal nichts mit dem Heat Creep oder so zu tun, auch nichts mit dem Lüfter zu tun, sondern es war anscheinend wirklich der Eitler hier oben, der dann einfach, weil ich neues Material reingepackt habe und der durchgehend gedruckt hat, dann erstmal wirklich gedruckt hat. Ich konnte hier wunderbar die Teile für die Prototypen und auch hier jetzt für die fertige Version von der Buzz Lightyear Laser Gun drucken, ja. Die seht ihr, ist mittlerweile auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Elektronik ist schon drin. Ich muss nur noch mal verkabeln. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich konnte hier die Iterationen von diesem Elektronik-Mount sozusagen, die Versionen davon alle drucken. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann, als es dann dran ging, dass er nochmal ein bisschen retracten musste, also bei solchen Platten hier, wo dann retracted und wieder das extrudiert hat, da kam auf einmal ein Problem auf. Und wir haben erst gedacht, okay, ich habe vorher nochmal Nozzeln bestellt, okay, ich packe mal eine andere Düse rein, weil die Nozzeln hier, muss ich einfach sagen, gefallen mir nicht ganz gut. Das habe ich auch schon Brewster gesagt und Brewster sagt, ja, okay, das wissen sie mittlerweile. Ich habe hierfür jetzt auch schon bei AliExpress, danke Zoen nochmal für den Tipp, der ist natürlich nochmal einen Ticken krasser drauf als ich, der hat sein MK4 schon tierisch gemoddet, was ich nicht als notwendig ansehe, aber der hat mir einen Link geschickt zu einem V6 Adapter, also für einen E3D V6 Adapter mit diesem ganzen Rattenschwanz hier hinten dran, aber mit ein paar kleinen Extras, da gibt es nochmal ein Kurzvideo zu, sobald das Ganze da ist. Und ich habe einfach mal hier eine neue Nozzle draufgepackt und habe mal geguckt, wie funktioniert denn das Ganze. Und das hat auch nicht geholfen. Ja, das hat auf lange Sicht auch nicht geholfen. Das Problem ist und ist nicht weggegangen. Und das Problem bei mir war jetzt an der Stelle, dass hier oben am Eitler, genauer gesagt hier der obere Eitler, der hier drin ist, vielleicht einen Millimeter zu nah am Getriebe dran war. Scheinbar. Das ist das, was ich momentan sagen kann, denn seitdem druckt er wirklich wieder gut. Das ist auch das, was ich Brewster berichtet habe, in einem Fehlerbericht sozusagen. Und scheinbar war der so dicht, im Prinzip hat das Filament so stark an das Getriebe dran gepresst, dass wenn viele Extrusions- und Retraction-Prozesse stattgefunden haben, dass dann das Material an der einen Stelle zu stark abgewälzt worden ist und dann gab es so eine kleine Kerbe in dem Filament und dann auf einmal konnte man das Material hier innen drin so klack, 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 hoch, runterziehen. Und das kann natürlich dazu geführt haben, dass das Fehlerbild auftritt, also sprich, dass der Drucker nicht mehr extrudiert, weil er keinen Grip mehr hat. Und natürlich auch entsprechend dann, dass kein Nozzle Clog wirklich vorhanden ist. Das war nämlich immer das Merkwürdige. Habe ich dem Drucker dann entsprechend das Material ein bisschen manuell nochmal nachgeführt? Ging's. Und das hat uns ein bisschen verwundert, weil wenn es ein Heat Creep wäre oder ein Nozzle Clog oder irgendwas in Richtung, dann wäre das nicht der Fall gewesen. Aber er hat danach nochmal ganz normal weiter extrudiert. Deswegen dieser Mod, und der funktioniert bis jetzt, toi toi toi, knock on wood, funktioniert der richtig gut. Ich packe euch, wie gesagt, den Link nochmal unten in die Videobeschreibung. Und seitdem läuft er. Seitdem läuft der Drucker wirklich gut und ich kann mich echt nicht beschweren. Und er druckt wirklich alles an Materialien. Ich habe jetzt das KVP-ABS, was er damals wirklich sich relativ schnell abgerieben hat, dran noch nicht ausprobiert. Das werde ich aber nochmal machen und werde euch dann im Short-Video nochmal ein kleines Update geben. Aber bis jetzt druckt er wirklich richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit ist mein Problem soweit behoben. Und seitdem druckt er auch eigentlich quasi 24/7 durch. Woher ich das weiß? Wir haben im Livestream ja schon festgestellt, dass über Octoprint eigentlich die Daten nicht getrackt werden. Und das stimmt auch eigentlich. Bis zur Release Candidate 1 von der Version 6.0 in der Firmware. Und seit da, siehe da, gibt es einen offiziellen OrcaPrint Support und damit auch eine Unterstützung erstmal von der LED hier unten und dann natürlich auch entsprechend von den Druckstunden, die man draufpackt. Und seitdem habe ich schon einige Tage gedruckt, wie ihr sehen könnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt eine coole Geschichte. Das
Das ist ein kleines Feature, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die dann mit dem Software-Update hinterherkommen. Auch zum Beispiel, dass man jetzt hier vorne das Display als Touch-Display benutzen kann. Finde ich hervorragend. Habe ich nicht mit gerechnet, habe ich so eigentlich nicht als Touch-Display gekauft. Ich habe gedacht, okay, cool, Click-Wheel, funktioniert wunderbar, benutze ich auch noch. Aber die Kombination finde ich ziemlich genial, weil ich nämlich jetzt für, zum Beispiel, wenn ich im Menü runterscrollen muss, bevor ich irgendwas mache, scrolle ich lieber hier, drücke einmal aufs Knöpfchen, wo ich bin und fertig. Oder wenn ich die großen Knöpfe bedienen will vom Touch-Display, dann drücke ich einfach drauf und es funktioniert. Ich weiß, jetzt sagt ihr wieder Bruce Fangirl oder so Richtung, aber das sind so Kleinigkeiten, die mag ich einfach, ja. Den Link zum Release Candidate packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und ja, wenn er euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch nochmal zurück auf die aktuelle Stable-Version upgraden oder downgraden, wenn ihr wollt. Das ist natürlich auch nochmal ein Feature, wo ich sage, okay, funktioniert nicht bei jedem Drucker, aber finde ich geil, dass man dann auf jeden Fall nochmal downgraden kann, egal zu welcher Firmware-Version. Aber bis jetzt muss ich sagen, auch der Release Candidate funktioniert wirklich wunderbar. Und für alle, die sich gefragt haben, wo schließe ich denn das Ding an Octoprint an, habe ich seit der ersten Stunde. Ihr habt hier unten zum einen den Netzwerkanschluss und dann habt ihr hier oben nochmal einen ganz kleinen USB-C-Anschluss. Den sieht man kaum. Habe ich auch erstmal ein bisschen gucken, weil ich natürlich direkt wissen wollte, kann ich das Ding an Octoprint anschließen? Und ja, kann man. Einfach USB-C auf USB-Kabel dran schließen und dann im Octoprint ganz normal einrichten als Drucker halt, wie ihr den E3 oder einen anderen Drucker eingerichtet habt. Ihr müsst halt erstmal am Anfang das Ganze manuell einrichten, sofern es noch kein Profil dafür gibt. Aber dann funktioniert das. So drucke ich alle meine Dateien und ich habe da mittlerweile schon ordentlich was durchgepumpt und habe auch ordentlich schon was drauf gedruckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich euch auf den heutigen Sponsor des Videos aufmerksam machen, nämlich Surfshark. Und Surfshark bietet euch einiges an Features an, die ich inzwischen selbst nutze. Und eines ist ganz besonders interessant für mich jetzt zum Beispiel, weil ich vorher exzessiv wirklich Apple Hide My E-Mail benutzt habe. Und das ist Alternative ID von Surfshark. Das ist ein ganz geniales Feature, weil ihr damit, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal online irgendwas lesen wollt und da eine Paywall davor ist, sagen könnt, okay, ich generiere mir jetzt eine künstliche E-Mail-Adresse, die dann auf meine Original-E-Mail-Adresse verweist. Und genauso könnt ihr euch auch einen Namen und einen Nachnamen generieren lassen mit einer Adresse. Vorsicht, das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr eure Versandadresse wirklich angeben müsst, denn da hilft euch die generierte Adresse natürlich gar nichts. Aber diese generierte Adresse könnt ihr dann natürlich einsetzen, um digitale Inhalte zu konsumieren, falls denn da jetzt irgendwie unbedingt irgendwas in der Richtung angegeben werden muss, was ja immer häufiger wird, leider Gottes. Und damit eure Originaldaten nicht irgendwo im Internet rumgeistern, finde ich persönlich ziemlich genial. Surfshark hat noch mit Incogni noch einen anderen Service, der dann nochmal eure Originaldaten bei den Datenbrokern etc. entsprechend einklagen kann und sagen kann, okay, ich möchte, dass die Daten gelöscht werden. Einen Link zu beiden Services packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Es würde mich freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut und vielleicht sogar den Kanal mit einem Abo dort unterstützt. Ich bekomme dann eine Provision und ihr bekommt einen dicken Rabatt. Und in diesem Sinne machen wir einfach mal weiter mit dem Video. Und dann habe ich noch was gesehen. Da habe ich bei Pruse angefragt und leider noch keine Antwort bekommen. Hier hinten ist ein Prägestempel drauf für das Jahr 2022. Ein Zuschauer hat gemeint, da ist ein Punkt, das wäre dann Oktober oder September 2022. Und da wollte ich gerne wissen, ob das dann entsprechend das Produktionsdatum von den Rahmen ist, weil der Rahmen ist ja nochmal MK4 spezifisch. Der wird ja so nicht beim MK3 verbaut, soweit ich das weiß. Und dann würde es ja bedeuten, dass der MK4, zumindest der Rahmen, schon mal im Jahr 2022 produziert worden wäre. Das macht natürlich Sinn, denn im September 23 habe ich das Ding hier stehen gehabt. Aber ihr wisst, es war Pandemie. Das kann also gut sein, dass das Ding schon viel länger als einige gedacht haben in Planung war und dies dann halt entsprechend unglücklicherweise halt auf den Markt geworfen haben und alle sich den Mund zerrissen haben. Ah, das ist so ein überaltes Modell für Konter zum Bamboo. Finde ich jetzt nicht. Das Gerät macht auf mich, auf insgesamt über die ganze Zeit, wo ich es jetzt benutzt habe, einen ziemlich runden Eindruck. Es ist wirklich auspacken, hinstellen. Also wenn ihr die zusammengebaute Version kauft, wenn ihr das Kit kauft, natürlich nicht. Aber wenn ihr die zusammengebaute Version kauft, wie ich jetzt hier, ist das Ding einfach hinstellen und anschließen und losdrucken. Das ist ziemlich genial, muss ich einfach sagen. Der hat wie immer auch beim MK3 am Anfang natürlich sein Prozedere, wo er sich entsprechend levelt und alles drum und dran. Inzwischen hat er auch endlich Input Shaper, so halb, ja. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass man nochmal irgendwie über USB oder USB-C nochmal einen ADXL-Sensor anschließen könnte, damit hier entsprechend das Input-Shaping auch wirklich bei mir vor Ort gemacht werden könnte und nicht bei Prusa im Werk und dann diese Werte auf alle Geräte ausgespielt werden. Kann natürlich sein, dass im Release Candidate 1 schon was drin ist oder in der vorherigen Version. Ich habe es jetzt, seit ich den Drucker repariert habe, nicht mehr danach geguckt, weil ich einfach erstmal damit beschäftigt war, den Drucker zu reparieren, dass da das endlich mal funktioniert, um den Fehler natürlich zu finden.
Deswegen verzeiht es mir, wenn da schon irgendwas in der Richtung bekannt ist. Ich habe mich da in letzter Zeit noch nicht ganz drum gekümmert. Ansonsten ist das ein schönes Gerät, muss ich einfach sagen. Also es ist wirklich ein gutes Gerät und der Support, wie gesagt, funktioniert auch wunderbar. Ich mag das alles jetzt nicht lobhudeln, aber es ist wirklich, finde ich, ein komplett grundsolides Gerät. Die Drucke sehen, finde ich, auch sehr, sehr gut aus. Ja? Da sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich nochmal sagen würde, okay, da kann man nochmal rangehen, dass da, was weiß ich, zum Beispiel hier unterwegs, ich muss gucken, auf welcher Seite war es. Nee, da nicht. Hier hatte ich irgendwo, genau, da habe ich so kleine Einschlüsse drin. Die würde ich gerne nochmal irgendwie beheben. Und ich habe mir überlegt, ob ich das Ding vielleicht sogar ganz unlackiert lasse. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich so torpig war und hier unten zum Beispiel mal ein bisschen Kleber versaut habe. Oder aber auch, wo war die andere Stelle? Irgendwo noch, hatte ich auch noch eine Stelle, hier an der Seite, da, hatte ich eine Stelle, wo ich mit dem Kleber ein bisschen, naja, gesaubeutelt habe. Hier vorne auch. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich mir dann jetzt überlege, okay, lackiere ich es vielleicht doch. Ja, ich finde die Farbe ultra geil von diesem Galaxy Black von Prusament. Auf der anderen Seite hätte ich das Ding aber auch gerne sauber. Hier oben sehe ich gerade, das ist auch ein bisschen Sauerei gewesen. Vielleicht lackiere ich es dann nochmal über in den Originalfarben. Aber ihr seht, die Buzz Lightyear Gun wird fertig. Damit bin ich natürlich jetzt erstmal zufrieden. Mit dem MK4 bin ich auch zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden und gebt mir dafür ein Däumchen. Oder abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht schon gemacht habt. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank an meine Unterstützer hier auf YouTube oder aber auch auf Patreon. Und natürlich an meine Sponsoren Surfshark und PCBWay. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.